Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Power On. Heute geht es um das Thema einen Lebensstil der Anbetung führen. Aber was bedeutet es eigentlich, Gott anzubeten? Und warum ist es so ein wichtiger Lebensstil? Anbetung führt uns direkt in Gottes Gegenwart. Durch Anbetung findet man Friede, Trost, Ermutigung, Ruhe, Heilung, Versorgung, Wegweisung und vieles andere. König David ist uns ein großes Vorbild, wenn es darum geht, einen Lebensstil der Anbetung zu leben. Ja, er hat auch einige Fehler in seinem Leben gemacht, aber seine Herzenshaltung Gott gegenüber war immer voller Demut und Dankbarkeit. Er hat einen Lebensstil der Anbetung vorgelebt. Es gibt so viele Psalmen, in denen David Gott lobt. Zum Beispiel im Psalm 103. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. David war immer voller Lob und Dank Gott gegenüber. Und selbst als er einen riesigen Fehler gemacht hatte, kam er vor Gott zurück und sagte in Psalm 51, Vers 12, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, erneuere mich und gib mir Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ihm war Gott so außerordentlich wichtig, dass er ihn nicht mehr missen wollte. Er wollte die Beziehung zu ihm auf keinen Fall verlieren. Gerade gestern Abend hatten wir einen richtig tollen Lobpreisabend. Und natürlich denkt man sofort an Lieder und Gesang. Und ja, wir haben Lieder gesungen, aber bei dem Lebensstil der Anbetung geht es nicht nur um Gesang. Auch nicht, dass nur musikalische Menschen, so wie David einer war, Gott anbeten können. Nein. Es ist wichtig, demütig zu werden vor Gott, sein Herz zu öffnen, ihn hochzuheben, loben, ehren, ihn an erste Stelle zu setzen. Lobpreis ist eine immer wiederkehrende tägliche Entscheidung in deinem Leben. Zum einen, es aktiv zu tun, indem wir uns Zeit nehmen für Gott, und zum anderen aber auch, indem man ein Leben lebt, das Gott ehrt. Dein Handeln und dein Tun sollen ihn ehren. Deswegen ist Anbetung ein Lebensstil, denn beides ist genauso wichtig, das aktive Gebet, als auch ein Leben, das Gott ehrt. Was für ein Privileg ist es, dass wir so nah zu Gott kommen dürfen. Im Alten Testament war das noch sehr viel schwieriger. Aber seit Jesus zu uns auf die Erde gekommen ist, hat sich alles schlagartig verändert. Wir können jetzt ganz nah bei ihm sein und ihn jeden Tag, jede Sekunde ganz nah bei uns haben. Wir hoffen, wir haben dich auf den Geschmack des Lebensstils der Anbetung gebracht und dich ermutigt, ihn anzustreben und umzusetzen. Du wirst davon definitiv nur profitieren. Wenn dich das jetzt angesprochen hat und du einen Lebensstil der Anbetung leben möchtest, dann schließ jetzt deine Augen und bete mit mir oder bete dein eigenes Gebet und frag Gott wirklich, dir zu helfen. Bitte Gott, dir zu helfen, diesen Weg der Anbetung in deinem Alltag zu leben. Vater, ich danke dir, ja, dass wir bei dir sein dürfen, dass wir so nah bei dir sein dürfen und wirklich durch diese Anbetung viel näher einfach auch in deine Gegenwart kommen. Und ich bete jetzt wirklich, dass du jeden segnest, der zuschaut, und Heiliger Geist, dass du uns hilfst, da reinzukommen tagtäglich, einfach auf diesen Weg der Anbetung. Und ja, ich bete einfach, dass du uns führst und leitest und wir da so viel empfangen können, einfach wenn wir das umsetzen. Amen. Und jetzt kommt unser Power-Tipp. Ja, nimm dir doch diese Woche mal jeden Tag einen anderen Psalm aus der Bibel raus. Da kannst du
ganz bewusst nachlesen, wie David uns den Lebensstil der Anbetung vorgelebt hat. Und falls dir da noch Fragen offen bleiben, kannst du uns gerne auf kirche@missionswerk.de schreiben. Wir haben uns riesig gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart und wünschen euch jetzt ein gesegnetes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Wenn ihr keine neuen Videos mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Und hier oben könnt ihr noch ein anderes Video aus unserer Playlist von Power On schauen und ein weiteres Video von unserem Kanal.